Nein, ich habe das wollen. Nein, das ist gut. Und dann sind 50, hä? Ich will mit Füssen noch. Die Kultur ist ein wichtiger Posten beim Budget der Stadt Biel. Es ist fast der einzige, wo wir selber entscheiden können, wie wir das Geld verteilen. Und wir sind da nicht an kantonale oder eidgenössische Gesetze gebunden. Es ist wichtig, dass wir während dieser Corona-Pandemie weiterhin die grossen und die kleinen Kulturinstitutionen unterstützen und so die Attraktivität der Stadt Biel aufrechterhalten. Das Bekenntnis des Gemeinderats zu der Kultur ist ganz klar. Wir haben vom ersten Tag an, wo Corona ausgebrochen ist, Stützungsmassnahmen gemacht, die Unterstützung weitergezahlt. Das ist ein klares Bekenntnis des Gemeinderats und von mir für die Kultur. Die Sozialhilfequote in Biel ist sehr hoch. Die beste Möglichkeit, die Quote mittel- und längerfristig zu senken, ist es schon in den Schulen in die Sprach- und Berufsbildung zu investieren. Wir müssen schon früh ansetzen, das Bild zum Beispiel mit einem Sprachhaus. Das sind wichtige Faktoren, die die Quote senken können und die einzige Möglichkeit, langfristig zu handeln. Ich bekomme meine 50 zurück. Das ist ein wichtiges Thema, 70. Moderne urbane Mobilität heisst Intermodalität, Multimodalität. Das Rückgrat muss der öffentliche Verkehr, der Fuß- und der Veloverkehr sein. Und wichtig ist, dass die öffentlichen Räume den Menschen zur Verfügung gestellt werden, für die Aufenthaltsqualität, für soziokulturelle Aktivitäten. Das heisst, parkieren unter dem Boden und möglichst wenig mit dem Auto in die Innenstadt. Was tue ich? Weisst du? So, jetzt. Also gut, Miss Gentleman. Wie der Herr Fehr vorher gesagt hat, ist es wichtig, dass die Stadt Biel vor allem für Fußgänger und Velofahrer da ist und die Auto im Untergrund sind und möglichst wenig in der Stadt. Und ich bin dafür, dass man mehr Velowege macht, aber trennt für Fußgänger. Also nicht, dass Velofahrer und Fußgänger auf dem gleichen Weg fahren. Es ist wichtig, in der Stadt Biel Fußgänger und Velowege zu haben. Man darf aber nicht vergessen, dass die Handwerker mit ihren Fahrzeugen in der Stadt einen Zugang brauchen. Man darf also nicht nur einfach den Verkehr verbannen. Die Stadt Biel hat mit dem Weg bei der Omega und beim Schiesspark bewiesen, dass wir attraktive Angebote für Fußgänger und Velos zur Verfügung stellen. Wir wollen in der nächsten Legislatur so weitermachen. Im Gegensatz zu dem, was die Boulevardzeitungen schreiben, ist die Stadt Biel sicher. Die Gefahren sind die von der Stadt und die vom Verkehr, die entstehen, wenn verschiedene Verkehrsteilnehmer aufeinandertreffen. Das ist ein Sicherheitsproblem, das man lösen könnte. Ich habe schon über die Frage vorhin gesprochen, aber das ist ein Problem der Sicherheit, das man auf dem Niveau der Stadt regeln könnte. Es freut mich, dass das Biel das Verhältnis zwischen Romans und Deutschsprachigen immer ausgeglichener ist. Zweisprachigkeit ist unsere DNA, sie ist aber keine Selbstverständlichkeit. Sie muss immer wieder gepflegt werden durch geeignete Angebote und durch gegenseitigen Respekt, insbesondere gegenüber der Sprachminderheit. Zweisprachigkeit in den Bieler Schulen gibt es ja der Filière Bilingue. Und ich plädiere fest dafür, dass es in jedem Quartier eine Filière Bilingue gibt. Also, schönen Nachmittag, tschüss zusammen. Bonne chance auf die Lektion.